Eigentlich ist es eine Routineoperation am Rücken für das Team der Neurochirurgie hier am Klinikum Karlsruhe. Und dennoch ist es ein Tag, den alle hier im neuen Operationssaal so schnell nicht vergessen dürften. Klinikdirektor Professor Uwe Spetzka ist bereit für eine doppelte Premiere. Es ist der erste Eingriff im sogenannten Hybrid-OP. Bildgebung und chirurgische Navigationsverfahren sind hier in den Operationssaal integriert. Und es ist der erste Eingriff in ganz Deutschland, in dem dieses Gerät hier zum Einsatz kommt, der Loop X. Er vereinfacht die Bildgebung während einer laufenden Operation. Vorfreude auf eine neue Art des Operierens. Man ist immer aufgeregt, wenn so eine Premiere stattfindet. Es ist zwar ein Routineeingriff, aber der hat sich vom Workflow geändert. Also wir machen quasi das, was wir vorher an präoperativer Diagnostik gemacht haben und an postoperativer Diagnostik während der OP jetzt. Und haben natürlich auch eine Kontrolle mit dem System beim Operieren. Also es ist eine neue Welt geworden. Ja, es ist eigentlich ein Baustein in der Navigation. Das heißt, sonst planen Sie an Bildern, die Sie vor der Operation aufnehmen, und die haben Sie dann im OP als virtuelle Bilder da. Jetzt haben Sie das, wenn es irgendein Problem gibt, Sie können während der OP neue Bilder generieren. Das ist an der Wirbelsäule relevant, das ist aber auch bei Eingriffen am Kopf relevant. Also das wird schon ein System sein, was interdisziplinär nutzbar ist. Die Patientin bekommt von den Vorbereitungen auf den Premiereneingriff nichts mit. Sie liegt bereits in Narkose. Schon lange hat sie mit Rückenproblemen zu kämpfen. Die Nerven im Rückenmarkskanal sind eingeengt und außerdem ist ihre Wirbelsäule instabil. Heute werden die Operateure ihr eine kaputte Bandscheibe entfernen und genug Platz für die eingeengten Nerven schaffen. Und unter anderem mit 4 Schrauben die Wirbelsäule stabilisieren. Und genau dabei wird später der Loop X zum Einsatz kommen. Ein Produkt des deutschen Medizintechnikherstellers Brainlab. Spetzka selbst war in der Vergangenheit in Entwicklungen des Unternehmens eingebunden. Und schon das Einrichten heute ist eine Premiere, eine gelungene. Der Collision Check ist perfekt gelaufen, alle Ampeln sind auf grün. Also auch da sieht man, dass es eine Softwarefirma ist, die sehr intuitiv arbeitet. Man sieht auch nochmal hier auf dem großen Monitor den Ring und auch den Referenzierungsstern, der nachher für die Navigation ganz essentiell ist. Und jetzt werden wir dann die Navigationsdaten nochmal neu abgreifen und ins Navigationssystem einlesen. Und dann wird direkt der K-Draht für die Schraube platziert. Während des Eingriffs kann der Operateur das Gerät intuitiv steuern. Die angefertigten Bilder können auf Monitoren oder 3D-Brillen angezeigt werden. Die einfache Anwendung ist einer der Hauptvorteile, so das Team. Stünde beispielsweise ein Computertomographiegerät hier im OP-Saal, dann wäre der Aufwand viel größer, erklärt Spetzka. Mit den angefertigten Bildern können Chirurgen nun ihre Eingriffe zunächst einmal besser planen, so wie heute das Einbringen von insgesamt 4 Schrauben zur Stabilisierung der Wirbelsäule. Eine gründliche Vorarbeit ist hier wichtig, die Implantate müssen präzise eingebracht werden, ohne umliegende Bereiche zu verletzen. Also er hat jetzt die Linealfunktion eingestellt, sodass man in der Tiefe real messen kann. Man wird nachher die Schraube exakt durch diesen dünnen Pedikelsteg da durchfädeln müssen. Und er ist jetzt im Online-Modus, das heißt, er bewegt sein Instrument nachher genau in dem Maße, wie die Schraube da rein soll. Man kann jetzt schon die Tiefe messen, man kann die Länge, die Dimension der Schraube vorbestimmen und hat dann wirklich exakte Daten für den Winkel, für den Zugangswinkel. Und Sie sehen, das ist relativ dünn. Also die Schraube passt genau gerade so da rein. Die darf nicht hier rein, die darf nicht hier rein, die darf nicht hier hin und die darf nicht zu lang sein. Also exakte Navigation, exakte Bestimmung des Materials auch. Man kann das ja schon im Vorfeld sehr, sehr schön klären und kann dann auch das passende Material direkt eindrehen. Und nicht, dass man die Schraube reindreht, eventuell wieder rausdrehen muss, weil sie zu dick ist, zu lang ist. Das ist alles jetzt wirklich ein Sicherheitsfaktor, der vorher kaum machbar war. Das Einbringen der Implantate ist trotz der modernen technischen Unterstützung weiterhin Handarbeit. Im herkömmlichen Operationsverfahren wären zur Lagekontrolle fortlaufend Röntgenbilder im OP angefertigt worden. Ein größerer Aufwand, das Personal müsste Röntgenschürzen tragen, die Strahlenbelastung wäre höher. Nach getaner Arbeit der Blick auf den Bildschirm auf ein neues Bild, das Loop X angefertigt hat, und der Chirurg ist zufrieden. Also wir sehen jetzt hier das Bild direkt gerade eben aufgenommen. Angelegte Schrauben und Sie sehen, die Schrauben passen genau hier durch. Da ist kein Millimeter oder Zehntel Millimeter Luft. In allen Schnittbildern rekonstruiert. Die oberen, die unteren.
Also liegen perfekt. Nicht zu lang, genau im richtigen Winkel, Kanal ist frei. Also kann man hochzufrieden sein. Damit ist die erste Operation perfekt geglückt. Nach dem Team der Neurochirurgie werden sich andere Fachbereiche in das neue System einarbeiten. Mit seiner breiten Öffnung und der flexiblen Führung über den gesamten Operationstisch ist das Gerät geeignet, um zwei- und dreidimensionale Schnittbilder von allen Körperregionen anzufertigen. Wir haben das interdisziplinär aufgestellt. Jetzt die Neurochirurgie macht den ersten Aufschlag hier, aber das ist genauso gut am Kopf, also bei hirnchirurgischen Eingriffen nutzbar, aber auch die HNO kann ihre CIs, also ihre Cochlea-Implantate, wunderschön kontrollieren mit diesem Cone-Beam-Verfahren. Die Kieferchirurgie kann wunderbar damit arbeiten. Rekonstruktionen im Mittelgesicht kann man während der Operation darstellen. Unfallchirurgie, Orthopädie, Beckenfrakturen, man kann Schrauben kontrollieren auch. Selbst eine komplexe Fersenfraktur könnte man sich überlegen, navigiert mit dem System zu machen. Also das ist durchaus in sämtlichen Körperregionen einsetzbar, in Kombination mit der Navigation. Hauptthema ist Wirbelsäule, Hauptthema ist auch Gehirn. Also die Biopsien und die Lokalisation im Gehirn ist wunderschön mit dem System während der Operation kontrollierbar. Dass der Loop X seine Deutschlandpremiere im Operationssaal hier am Klinikum Karlsruhe feiert, ist auch einer Frau zu verdanken, die selbst einmal auf dem OP-Tisch von Uwe Spetzka lag. Teilfinanziert wurde das Gerät durch die großzügige Spende einer ehemaligen Patientin. Es war eine richtige Großspende. Es war eine Dame, 83 Jahre alt, die ich an einer Spinalkanalstenose, also an einer Wirbelsäule, mikroskopisch operiert hat. Sie war vorher fast nicht gehfähig und springt jetzt wieder rum, ist glücklich und hat gesagt, der mir die Gehfähigkeit und meine Lebensqualität geschenkt hat und dem würde ich gern was Gutes tun. Dass es in dem Maße gut ist, hätte man nie erwartet. Wir sind sehr dankbar darüber. Es war eine Riesenspende, aber es war eine hervorragende Spende, weil ich glaube, es bringt uns als Klinikum wirklich in eine andere Dimension. Also ich habe sie gerade eben noch in der Pause angerufen. Sie freut sich für uns. Sie ist natürlich nicht mehr die Jüngste, hat auch gesagt, ihr Mann ist krank. Sie wollte jetzt aufgrund der Corona-Bedingungen nicht ins Krankenhaus kommen. Ich werde sie heute Abend aber auch nochmal anrufen. Also sie ist im regen Kontakt mit uns und sie freut sich mit uns und nimmt richtig teil an der ganzen Sache. Und das finde ich wunderschön. Also es ist auch eine gute Rückkopplung an Sie als Spenderin. Die Premiere ist geglückt. Ein wenig werde es noch dauern, bis die neuen Abläufe im Saal sich eingespielt haben. Ansonsten aber ist der Operateur rundum zufrieden. Mit dem neuen Gerät, das die Arbeitsabläufe künftig vereinfachen wird, aber natürlich auch mit dem Ergebnis der Operation für die Patientin. Es hat ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber es hat perfekt geklappt. Ich bin richtig glücklich. Ich mache das jetzt seit 31 Jahren Neurochirurgie. Es gibt Highlights, an die werde ich mich meinen beruflichen Lebtag lang erinnern. Ich bin froh für die Patientin, ich bin froh für das ganze Team, ich bin froh für den Spender. Es war einfach ein geniales Ereignis. 3 Tage später. Die Patientin erholt sich noch vom Eingriff, ist aber glücklich, die Operation überstanden zu haben. Leicht wie Watte fühle sie sich, das erzählt sie Professor Spetzka bei der Visite. Die Wunde schmerze zwar noch, aber das unangenehme, in die Beine ausstrahlende Ziehen von vorher sei schon komplett verschwunden. Von der positiven Aufregung rund um die Premiere des Loop X hatte sie gar nichts mitbekommen, lag sie doch schon während der Vorbereitungen in Narkose. Aber dann war ja alles schwarz und dunkel. Da kriegt der Patient nichts mit. Die erste Operation mit dem Loop X in Deutschland war gleichzeitig auch die Inbetriebnahme des neuen sogenannten Hybrid-OP am Klinikum Karlsruhe. 20 OP-Säle sind im Neubauhaus M entstanden und erst vor kurzem in Betrieb genommen worden. Dieser hier ist besonders ausgestattet. Bildgebungsverfahren, wie beispielsweise mit diesem neuen Gerät und chirurgische Navigation, sind hier in den Operationssaal integriert. Für ganz verschiedene Fachrichtungen und Eingriffe ein großer Schritt nach vorne. Und für das Klinikum ein echter Meilenstein, um weiterhin eine Versorgung der Patienten nach neuesten Standards leisten zu können, sagt der medizinische Geschäftsführer. Ja, also das ist natürlich eine fantastische neue Innovation. Hybrid-OP heißt, wir verbinden moderne Schnittbildgebung direkt im Operationssaal zur Wohle des Patienten mit hochkomplexen Operationen. Das heißt, die Operateure sehen jetzt insbesondere bei diesem Gerät, das ist eigentlich robotisch gesteuert, einen direkten Zugriff über diesen Navigationsroboter
im Rahmen einer knöchernen OP, zum Beispiel in der Wirbelsäule oder am Kopf, können die Operateure in Echtzeit hochauflösend, ganz schnell, ohne zu röntgen, sehen, wo bin ich gerade mit der Schraube, wo setze ich tatsächlich millimetergenau gesteuert den nächsten Schnitt an. Und das ist natürlich ein Riesenfortschritt, was die Präzision, die Minimalinvasivität und natürlich auch vor allem die Schnelligkeit der Operation angeht. Neben der Neurochirurgie werden die Kliniken für Unfallchirurgie, Mundkiefer- und Gesichtschirurgie und die Hals-Nasen-Ohren-Klinik den Hybrid-OP künftig nutzen. Neurochirurg Uwe Spetzka denkt nach der Premiere schon weiter. Wenn ich jetzt sagen würde, Luftsprung, dann wird die Tonqualität schlecht. Aber nein, es ist was mich erfreut, was auch so ein bisschen, ja, ich empfinde es als Lebensleistungsbenefit. 5 Jahre habe ich noch in meiner Karriere und das sind jetzt wirklich nochmal 5 goldene Jahre mit dem Gerät. Aber es ist ja nicht so, dass der Neurochirurg nicht schon an das Nächste denkt. Das Nächste wird sein, dass daran ein Roboterarm noch integriert wird und der macht dann nochmal eine andere Dimension aus. Das heißt, das händische Halten, wozu jetzt der Assistent notwendig ist, das wird dann von einer Maschine gemacht. Das heißt, die kann dann auch im Strahlengang stehen bleiben, ohne dass sie Schaden an den Händen bekommt. Also das wird der nächste Schritt sein. Der ist voll integrierbar. Das ist unser Plan für die Zukunft. Seinen Plan für den restlichen OP-Tag wird Uwe Spetzka gleich umsetzen. Der zweite Patient für den Loop X wartet nämlich schon. Ihm wird das Team mit Hilfe eines Ballons und von Zement gleich erfolgreich die Lendenwirbelsäule stabilisieren.